Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde. Ich möchte euch in der Bayernliga Süd am 28. Spieltag recht herzlich begrüßen. Unser VfR traf auf die Spielvereinigung und unsere guten Freunde aus Unterhaching. Heute wollten unsere Jungs mal wieder 3 Punkte holen und den Fans einiges bieten. Also so viel kann ich schon mal sagen, in dem heutigen Spiel kommen alle Fußballfans auf ihre Kosten. Und ich kann sagen, dass wir ein Tor sehen der Kategorie Tor des Monats. Für Mike Niebauer war es ein besonderes Spiel, da er in der Hinrunde noch für den Sportclub aus Haching spielte und viele Freunde noch bei den Hachinger hatte. Die erste Szene gehört nach Vorbereitung von Dennis Niebauer, Stefan Prunitsch, doch leider ging der Ball daneben. Über außen kamen die Hachinger zu einer ihrer wenigen Chancen, doch wirklich gefährlich sieht anders aus. Trotz dass es keine große Chance war, sah unser Trainer Handlungsbedarf und sprach mit seinen Jungs. Unsere Jungs näherten sich dem Tor und nach Freistoß kam unser Kapitän zum Kopfball. Dennis Niebauer mit feinem Auge und schönem Pass auf Prunitsch, der umkurft den Keeper, doch der Pfosten steht im Wege. Sorosch Hamid mit Solo und Pass auf Dennis Niebauer, doch sein Direktschuss ging drüber. An der Mittellinie startet Prunitsch und mit Solo durch die ganze Abwehr, doch der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Dennis Niebauer und Stefan Prunitsch mit dem doppelten Doppelpass und Niebauer nur knapp vorbei. Gerrit Arzberger kam über außen und fand die Lücke in der Abwehr, wo Sorosch Hamid in Stellung gelaufen ist. Die Erlösung nach 35 Minuten. Tor für unseren VfR. Man sah unseren Jungs die Spielfreude an und nach Flanke von Florian De Brato und Rückpass von Niebauer kam Arzberger zur nächsten Chance. Nach Balleroberung schaltet Dennis Niebauer sofort und spielt den Pass in den Lauf von Prunitsch. Prunitsch auf dem Weg zum 2:0, doch der Keeper stand richtig. Der Abwehrspieler wollte spielerisch von hinten rausspielen, doch Dennis Niebauer geht dazwischen. Georg Ball sucht den Abschluss, doch wieder der Keeper der Hachinger. Vor der Halbzeit zeigte uns De Brato mit seinem direkten Freistoß seine gute Übersicht, da der Torwart zu weit draußen stand. Mein Fazit der ersten Halbzeit ist, wieder viele gute Chancen herausgespielt, aber diesmal endlich die Erlösung durch Sorosch Hamid 1:0. Nach schönem Pass von Arnsberger kam Könighof frei zur maßgeschneiderten Flanke auf Brunitsch. Der per Kopf 2:0 für unser VfR. Ich bin in der Zeitung.
Voll abgehängt, nur Haching konnte gar nicht richtig durchatmen und die nächste Welle lief schon. Pass in den Lauf von Prunic, der zum 13-0. Nach Ecke in den Rückraum kam Arzberger zum Abschluss, doch der Hachinger Spieler stellte sich in den Weg. Unsere Jungs wollten den Zuschauern heute einiges bieten und nach langem Ball von Wachenheim verlängerte Prunic den Ball, doch der Gegner dazwischen. Prunic holte sich aber den Ball wieder. Direkt ins Tor, 4-0 für den VfR. Schauen wir uns nochmal diesen Kunstschuss in der Zeitlupe an. Für mich Anwärter auf das Tor des Monats. Also wenn heute kein VfR-Fan auf seine Kosten kam, dann weiß ich auch nicht weiter. Dennis Niebauer ging kurz darauf raus und machte Platz für die gute Seele der Mannschaft und gleichzeitig für seinen Bruder Benjamin Niebauer. Der wurde gleich herzlich von seinen Kollegen in der Abwehr begrüßt. Wir wollen aber nicht die Chance von Haching unterschlagen. Hier ein schöner Schuss nach Solo. Mike Niebauer mit schönem Pass auf den eingewechselten Haug, der mit Haken doch ein Abwehrspieler dazwischen. Der Schiri stand gut und sah, dass es keine Hand war. Direkt geschossener Freistoß von Haching und Wachenheim mit gutem Auge. Nach schöner Kombination kam der Ball auf Oliver Haug. Doch der hatte heute leider kein Glück im Abschluss. Unser Coach sah zufrieden aus und Dennis Niebauer hatte viel Spaß auf der Bank. Nach Pass von Georg Ball kam Soros Hamid zu einer der vielen Chancen für den VfR. Mike Niebauer mit dem Pass in den Lauf von Haug. Und der wollte es nochmal wissen. Doch der Keeper machte sich lang. Man sah Oliver Haug an, dass er nicht zufrieden war. Kopf hoch Haug. Mein Fazit nach dem Spiel ist, heute kam wirklich jeder auf seine Kosten. 4-0 für uns. Mit diesen Worten ab zur Pressekonferenz. Erstmal Servus auch von meiner Seite. Ich glaube, man hat es an allem gelegen. Verdienter Sieg. Ich glaube, man merkt es mir auch an, dass ich sehr unglücklich und sehr unzufrieden bin mit heute. Und ich ein wenig sprachlos bin und uns einfach mal die schlechteste bisherige Saisonleistung attestiere und damit auch das Wort an den Gewinner heute übergebe. Ja, erstmal danke. Danke für die Gratulation. Hallo zusammen. Ich denke, wir haben heute von Anfang an, oder wir haben gewusst, die Unterharinger haben die letzten Wochen jede Woche mit einer anderen Aufstellung gespielt, die A-Jugend einmal gebracht. Es ist jede Woche immer, glaube ich, für den Trainer eine ganz, ganz schwere Geschichte. Auch bei 3-0 oder 2-0 wird immer noch versucht, der Gegner Fußball zu spielen. Das ist halt einfach was anderes. Und wenn du dann aber auch gute Fußballer hast, dann kannst du es halt auch dann irgendwann bestrafen. Das haben wir halt dann zum Unmut vom Gegner halt auch getan. Danke Daniel, danke Schmarrufer. Gute Heimreise, schönen Sonntag und wir sehen uns nächsten Samstag in Eichach. Dankeschön.
wunderschönen Spiel möchte ich mich auch verabschieden. Wünsche allen Fans und allen Sportfreunden frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.